Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 von Legend of Kay. Ja, eine besondere Folge. Ich brauche nicht viel dazu sagen, oder? Die meisten Folgen, Teil 1 bis 3, haben es kaum auf die 50 Klicks geschafft. Teilweise unter 10. Ich glaube, Folge 3 hatte 7 Klicks. Zum Stand jetzt, wo ich dieses Video drehe. Und wir haben ja folgendes Problem. Immer wenn ich drehe ja quasi mehrere Serien parallel. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Resident Evil Fans, die warten da und freuen sich auf die nächste Resident Evil Folge. Aber da ich ja versuche, einen gewissen Rhythmus zu halten, haben die dann erst eine Legend of Kay Folge vor sich, eine Anno Folge vor sich, eine COD Folge vor sich, eine Folge von meiner Sammlung. Also My Collection. Und dann kommt erst wieder eine Folge von ihrer Serie. Ja, also von Resident Evil. Und genauso ist es bei denen, die gerne die Anno-Serie gucken, die aktuell auf dem Kanal die beliebteste ist. Muss ich auch ehrlich gestehen. Das heißt, wenn jemand unbedingt gerne Anno gucken will, und dann wartet er wieder bis Folge 4 von Resident Evil da ist und Folge 4 von Legend of Kay und Folge 4 auch von bis seine Folge kommt. So, relativ logisch, lange erklärt. Logische Sache für euch alle. Ja, jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich eine Serie habe, wie zum Beispiel Resident Evil mit durchschnittlich 50 bis 80 Klicks. Wenn ich eine Serie habe mit wie Anno, wo die Pilotfolge knapp 2000 Klicks hatte, die zweite Folge bei 500 steht, die danach jetzt schon wieder die 100 geknackt hat, brauchen wir nicht drüber reden, dass es eher kontraproduktiv ist für den Kanal, wenn die Leute zu lange auf die nächste Folge warten. Das heißt, ich drehe gerade zu viele Serien gleichzeitig und die Folgen, die dann kommen, sind eher frustrierend, als dass sie, dass viele sagen, hey geil, genau darauf habe ich gewartet. Und daher muss ich einfach gucken, was gucken die Leute gern und wo haben sie eigentlich gar kein Interesse dran. Ja, Ende vom Lied, das hier ist die Abschiedsfolge von Legend of Kay. Auch wenn ich das Spiel nicht durchgespielt habe, auch wenn jetzt noch lange nicht das letzte Kapitel kommt, werde ich mit dieser Folge Legend of Kay einstellen. Und da kommt auch nichts als Ersatz. Ich werde jetzt nicht sagen, ich fange dafür das und das Spiel an, sondern es wird einfach ersatzlos gestrichen. Damit rücken die anderen Folgen einfach näher aneinander. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr 3 oder 4 oder 5 andere Folgen abwarten, bis von seinem Lieblingsspiel wieder was kommt, sondern man hat dadurch jetzt tatsächlich, muss eine Folge weniger abwarten. Und von der Reihenfolge ist das natürlich logischerweise eine komplette Woche, die ihr weniger auf eure Lieblingsserie wartet. Trotzdem allen, die gerne zugeschaltet haben, denen es Spaß gemacht hat, hey, sehr gerne, und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt ja nicht, dass wenn ihr in ein paar Jahren euch die Folgen, die hier ja auf dem Kanal online bleiben, anguckt und sagt, hey, Legend of Kay, nach Folge 4, wie ging es denn da weiter? Lass uns da, mach da doch mal weiter oder so. Oder bei einer Umfrage Legend of Kay tatsächlich doch mal noch mal auftaucht, drehe ich da natürlich auch gerne weiter. Aber im jetzigen Moment sehe ich einfach aufgrund der Klicks und aufgrund der Reaktionen, auch was die Kommentare angeht und so weiter, da ist nicht viel. Also hier ist nie sehr viel los bei Legend of Kay. Von daher wird das hier die Abschiedsfolge für Legend of Kay auf meinem Kanal. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Fast 5 Minuten Vorgespräch. Wir wollen natürlich ein Kapitel schaffen zum Abschied. Und damit starten wir auch. Okay, wo war ich denn hier? So lange nicht mehr gespielt. Das ist der nächste Grund, dass für mich natürlich die Folgen dann auch viel zu lange auseinander sind und ich gar nicht mehr weiß, wo ich wirklich dran war.
Okay, ich habe einen Endgegner. Was ist das denn? Noch so eine verdammte Ratte? Dir werde ich zeigen, du stupiger Kleiner. Warte, ich bin keine Ratte. Ich bin eine Katze. Genau. Und ich bin eine Schlange mit Drüsenleiden. Schluck Feuer, Ratty. Okay. Cool. Das ging erstmal einfach, aber ich glaube, der Bossfight ist noch nicht vorbei. Okay, so, wenn ihr mal wissen wolltet, wie Drachen wohnen, genau so. Ja, das hier ist wahrscheinlich die große Kellogg-Schüssel. Tabasco. Drachen benutzen Tabasco, logisch. Woher sonst das Feuerschwein? Tabasco. Noch eine Flasche. Sehr cool. Ist schon ein bisschen lustig. Muss man ja mal sagen, ne? Okay. Und natürlich hat ein Drache auch ein Lagerfeuer. Logisch. Er frisst Fisch und andere Tiere. Okay. Gut, dann wollen wir ihm mal folgen, ne? Nein, halt! Ich kämpfe doch auch gegen die Ratten! Schnurrhaar und Schwanz, die Ratten bitten zum Tanz! Wäre schon cool, wenn ich mal wieder die Kamera sehen. Oh. Also Steuerung mit der PS5 ist eine Katastrophe. Okay. Warum haut der denn ab? Der ist doch 50 mal so groß wie ich. Der könnte mich doch sofort fressen und platt machen. Warum haut der vor mir ab? Ich spiele gerade Fang mit einem Drachen. Atem des Drachen, okay. Hier stehen Tafeln, wo irgendwas draufsteht, und das hätte ich von vornherein lesen sollen. Ich bin weitergekommen als zu. Meiner so möglich, hier von die Höhle des Drachen vorzudringen, und ich glaube nicht, dass irgendein Wesen mit Ausnahme eines anderen Drachen gelingen könnte, aber ich habe etwas Wichtiges entdeckt. Ein paar Schritte von hier befindet sich die Katzenstatue, von der Zheng Yu gesprochen hat. Leider konnte ich jedoch nicht bis zu ihr hin, weil ich den Zugangsmechanismus nicht gefunden habe. Na klar, noch eine Aufgabe. Fische? Kann ich tauchen? Ah, ich bin ertrunken.
Natürlich. Es geht definitiv da unten, da ist ein. Da geht's definitiv rein. Okay. Scheinbar kann ich nicht tauchen. Okay, Wasser mögen Katzen gar nicht. Also ich glaube nicht, dass Tauchen eine Option ist. Ich glaube, dass man irgendwie das Wasser ablassen muss. Aber wie? Okay, das hier sieht auch nicht gut aus. Ach komm schon. Oh fuck, jetzt wird's aber eng. Knappe Geschichte. Okay, nächste Runde. Gut. Allein wie viele Leben ich hier gekriegt habe. Ja klar, hier geht's nicht weiter, oder was? Ach, kommt schon. Okay, hier geht's noch weiter. Also wieder ins Wasser. Oh, würde diese. Danke. Dankeschön. Und raus. Und rein. Das gerade fliegende Fische. Okay. Crazy shit. Weiter geht's. Fliegende Fische gesehen. Hör auf damit! Verschwinde, du tippelnder kleiner Nager, bevor ich den alten Flammenwerfer anschalte. Nein! Oh, fuck. Oh. Okay.
Ein Treffer und ich bin platt. Nein! Oh! Oh Gott! Okay, gar nicht so einfach. Nein! Oh Gott! Na! Ja, das gibt's doch nicht. Ja, vor allem, wenn ich mit 2 Leben starte. Reicht ein Treffer und ich bin tot. Na, ey, ich war doch da! Oh Gott, das... Ich muss mich mal kurz zurücklehnen. Einen Schluck trinken. Endlich. Nein, der haut schon wieder ab. Ich hab den jetzt immer noch nicht. Ey, wie viel Leben habe ich denn jetzt verloren? Okay, ich krieg 2 Katzenleben dazu. Jetzt habe ich insgesamt 2. Wollt ihr mich verarschen? So viel Leben habe ich ja nicht verloren. Ende des Drachen. Ende des Drachen. Sieh doch mal, Spitzohr. Ich bin eine Katze, keine Ratte. Was? Oh, Junge, tut mir leid. Dachte, du wärst eine Ratte. Ja, ich hab's doch 5-mal gesagt. Jetzt ist das Licht besser. Wie ich sehe, bist du wirklich keine Ratte. Du bist doch der Bursche, der gegen diese Boarax gekämpft hat, oder? Gut gekämpft, wirklich. Ist bloß gutes Training. Ich suche Tuck. Hast du ihn gesehen? Gesehen? Habe ich ihn fast geräuchert. Ist mir hierhin gefolgt, dieser stinkende Abschaum. Ha, du sagst es. Die haben solche Transformationsamulette, weißt du? Verwandlung sanfter Lasttiere in eine tierische Last. Große, schreckliche Monster, das sind sie. Mit solchen Typen sollte man kein Spiel treiben. Okay, aber damit wird Tuck nicht durchkommen. Nicht, solange dieser Katzenkrieger noch Luft holt. Sei vorsichtig, Freund. Viele Tiere haben sich auf Tacks Seite geschlagen und Tack bedient sich der Alchemie. Na klar, ich passe auf. Und kannst du dich bitte um die Hasen kümmern? Darauf kannst du dich verlassen, mein pelziger Partner. Danke. Bis dann. Hey. Ja, Kapitel abgeschlossen. Das, was ich vorhin nicht, was ich in der letzten Folge nicht geschafft habe, habe ich jetzt hingekriegt. Sehr gut. Schön. Das sieht aus, als wenn im nächsten Kapitel wieder ein Borax-Kampf auf mich wartet. Dann wollen wir mal.
Ja, das sieht nach richtig viel Spaß aus. Der Hinterhof des Drachen. Okay. Vielleicht sollte ich mir das Schild noch mal ansehen. Einen Pfeil in die Richtung drehen, in die ich gehen will. Ja. Sehr gut. Muss ich denn hin? Okay, noch mal. Wenn ich das jemals beim ersten Versuch gepackt hätte. Wie soll ich denn den Ring kriegen? Das gibt's doch nicht.
Oh, endlich. Wie komme ich jetzt da hoch? Von wo hoch überhaupt? Ach komm schon. Hasse diese Blitzsteuerung. Ja, die ist komplett schlecht umgesetzt für PS5. Habe ich aber, glaube ich, schon in jeder Folge gesagt, oder? Könntest du bitte einfach der Katze folgen? Ich kann nicht nach oben gucken. Ich sehe also gerade absolut nicht, wo ich hin muss, um diese eine Kiste zu. Gehen wir davon aus, hier hoch. Ah, sehr schön. Okay. Lucky da Mauseatem! Ich hab so vor dich! Hey, Jungs, ihr wisst doch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hier, was? Wo? Wo? Was? Wer? Genau, diese Nager sind die reinsten Genies. Zieht die Waffen, Spatzenhirne! Okay. Alter, komm jetzt mit Schürhaken hier. Alter, was sind das für Ninja-Ratten? Wildschweinrennen, da war ich gerade. Ach nee. Kay, du brauchst einen Schlüssel für das Tor. Ich habe versucht, ihn zu kriegen, konnte aber nicht auf dem Wildschwein reiten. Vielleicht schaffst du es ja. Jetzt versuch mal, mit dem Wildschwein zu reiten. Ich hab gerade erst mal ein Wildschwein geritten. Ich bin da nicht so gut drin. Aber ich versuch's. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Das hat der kleine Hase gerade gesagt. Musst du mir alles nachlabern. Das sieht schon mal gut aus. Okay, warte mal. Alter, ich brauche erstmal, ich muss ja. Oh. Rennen verloren, versuchen wir. Ja. Wird noch öfter passieren. Ich muss erstmal die Strecke kennen. So, bitte erstmal keine Chili. Ich will erstmal nur die Strecke kennenlernen. Och, ich habe gesagt, keine Chili. Alter!
Och nee. Oh Gott, gibt's das denn? War nicht immer an der gleichen Stelle. Das gibt's doch nicht. Oh. Ich muss doch das Rennen gewinnen, um den Schlüssel zu kriegen. Hat der kleine Hase gefragt. Nein! Nein! Oh, ich war so weit. Lass mich nur dieses Rennen gewinnen, bitte. Irgendwie. Okay. Nein! Also heute ist wieder richtiger, nicht Sterbe, aber Loser-Content. Ich hasse Rennen auf Wildschweinen. Oh, endlich! Da sind jetzt nicht nur Münzen drin, da ist jetzt auch ein Schlüssel drin, ja? Bitte. Oh, danke. Okay. Okay, irgendwie komme ich ja jetzt wieder zurück, oder?
Möchte nicht mehr mit dem lispelnden Hasen reden, danke. Okay, dann ist das Sound-Delay jetzt ein bisschen besser, hoffe ich. Weiter geht's. Da komme ich gerade her. Oh nein! Natürlich. Nehme ich meinen anderen Endgegner, Drache und Borax. Ups, Borax. Was hat Torchi gesagt? Natürlich. Sie haben diese speziellen Transformationsamulette. Verwandeln sanfte Lasttiere in eine tierische Last. Große, schreckliche Monster. Das sind sie. Also muss ich sie direkt am Amulett treffen. Ja! Okay, weiter, weiter, weiter. Ja. Oh nee. Komm, komm, komm. Komm. Dauert ja ewig, bis ich den hier loswerde. Dabei erwischt er mich jedes Mal. Alter. Noch ein Treffer und das war's. Das, ey, wie soll ich den denn packen? Puh. Heftig. Oh nein! 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 Wie kann das denn nun? Das gibt's nicht. Ich muss das Rennen nochmal machen. Oh nein! Das ist echt eine miese Strafe. Das ohne Scheiß. Gleiche Ecke. Und jetzt gibt's doch nicht.
Oh, immerhin. Ich glaube, war sogar eine bessere Zeit als vorher, oder? Ich dachte schon, das geht jetzt wieder 20 Minuten. Hallali. Aber dieser Borax, das ist heftig. Gut, let's go. Überspringen und los geht's. Sehr gut. Oh, noch mal. Wieso erwischt er mich immer? Ich hab's doch vorhin auch geschafft. Das gibt's nicht. Ach komm, wenn ich ihn jetzt gleich nicht packe, muss ich wieder das blöde Wildschwein reiten. Da hab ich keinen Bock mehr drauf. So. Zack. Lag. Okay. Schlag. Ausweichen. Schlag. Nach rechts ausweichen. Okay. Zack. Schlag, nach links ausweichen. Schlag. Okay, da hätte ich ausweichen müssen. Okay. Kriege ich auch mal die Chance, irgendwas zu tun? Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, wie knapp kann's denn noch werden? Okay, das hat er mich erwischt. Okay, nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Das war's. Das gibt's nicht. Nein, bitte nicht. Willkommen in meinem Laden. Ich bin ein alter Mann, aber ich habe ein paar nützliche Sachen hier. Zu Spottpreisen. Schlecht bei Kasse, gut im Kampf. Sieh dich nur um. Du kriegst dir eine ganze Menge für dein Geld.
Dieser Energietrank enthält seltene exotische Kräuter. Du kannst diesen Berserkertrank kaufen. Ich würde dir ja gerne noch mehr verkaufen. Und du hast genug Geld, aber deine Taschen sind schon prall gefüllt. Du kannst nicht noch mehr. Lass dich von den Hornissen leiten. Ich würde dir ja gerne noch mehr verkaufen. Und du. Nein, ich bin trotzdem wieder bei dem Rennen. Ich, ohne Scheiß, ich schaffe nicht noch ein Schweinerennen, Leute. Naja, komm, für euch, es ist die letzte Folge hier von Attacke. Jetzt schaffen wir es aber. Gut, danke. So, versuchen wir das jetzt nochmal mit diesem Borax. Ich werde irre. Ich werde wahnsinnig. Ja, schnell aufmachen, ohne mit dem lispelnden Hasen nochmal zu reden. Öffnen und Borax. Okay. Let's go! Bam, Junge! Ja, selber gebannt worden. Ja. Jetzt nochmal eins. Ich bin auf Seite gesprungen, was soll das denn? Alter! Echt jetzt? Verspringen und weg. Okay. Yeah.
Komm schon. Oh, ich hab's geschafft. Wow. Ja, Mann. Genau so. Bam, Junge. Genau so, ey. Bam, Junge. Komm, das ist die letzte Folge. Ich muss das Kapitel zu Ende spielen. Bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, genau das brauche ich. Irgendwelche Bretter, wo ich runterfallen kann. Und das Ganze dann noch mit irgendwelchen Vibrationen. Das sieht ganz schön aus, oder? Nein! Auf Wiedersehen! Ich glaube, die Idee, das Kapitel zu Ende zu spielen, werde ich noch bereuen. Okay, ich müsste jetzt einfach mal gucken, wie ich meine Blödheit in den Griff kriege und erst mal gucken, wohin ich überhaupt springen muss, bevor ich dahin springe, weil ich sehe das wieder nicht richtig aufgrund... Nein, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sterbe jetzt hier so oft, bis kein Leben mehr übrig ist. Das wieder aus purer Doofheit. Ja, zum Beispiel sowas hier. Noch ein Leben, noch ein Leben. Ach, was soll das denn? Nein! Oh, wie der mich gerade aufregt, ey. Wie du mich gerade aufregst. Ich muss da oben an die Stange, richtig? Oh. Alter, welcher sadistische Hund baut denn so ein Level? Also der für das Level verantwortlich ist, der darf sich gern mal bei mir melden. Das ist mein Ernst. Was soll denn so ein Mist, ey? Alter, was ist denn das für ein Kapitel? Ich habe schon gegen einen Drachen gekämpft. Dann habe ich gegen einen Borax gekämpft. Und jetzt bin ich in irgendeiner Welt, wo du dauernd irgendwo runterfällst. Ja, noch schneller. Klar.
Nein! Halt, stopp! Jetzt nein. Reicht es! Oder kam ich da jetzt nicht gerade her? Mal gucken, wo es weitergeht. Laufe ich gerade zurück oder meine Aufgabe? Alle zwei. Da. Natürlich. Ja, perfekt. Alter. Wie sadistisch kann man denn sein? Also der Programmierer, der hat da echt keine Freunde, oder? Der Levelgestalter, der hat doch echt eine Scheißkindheit gehabt. Boah, Alter. Ein paar Katzenleben werden jetzt mal echt angebracht als Entschädigung. Oh mein Gott. Leute, ich sitze hier, meine Finger sind kletschnass geschwitzt. Was ist denn das für ein Kapitel? Vielleicht sind die Geschichten der alten Weiber über diese Brunnen doch nicht so verrückt. Sie waren aus diesem singenden Stein. Aber mickrig im Vergleich zu dem, was Tag plant. Ich hab gehört... Halt den Mund. Er kommt. Weg mit euch. Bringt die anderen. Hey, warum geht das alles nicht schneller? Seht ihr nicht, wie die Feuer von Baloo in Rage geraten bei so viel Faulheit? Vielleicht kann eine kleine Din-Überredung das Ganze beschleunigen, eure Eminenz. Nimm deine Pfoten weg, du dreikicker Affe! Lauf dir, Trottel! Verdammte Hasen! Ratten. Minister Shun hat das richtige Mittel gegen dieses Ungeziefer. Wirst schon sehen. Komm, die Sklaven müssen ein bisschen motiviert werden. Ja. Freunde. Was soll ich sagen? Was war denn das bitte für ein Kapitel? Ich glaube, das war ein würdiger Abschluss, um diese Serie jetzt abzusetzen. Ja, ich glaube, das war eine würdige letzte Folge. In dieser Folge hatte ich zwei Wildschweinrennen, zwei Bosskämpfe, einmal gegen den Drachen und einmal gegen Borax. Und danach noch eine Kletterpartie durch den Kletterwald der Hölle. Ganz ehrlich, also wer das Level kreiert hat, der muss echt Wut im Bauch gehabt haben oder eine sehr sadistische Ader. Während die Levels davor waren schon teilweise sehr leicht, teilweise sehr anspruchsvoll, aber das hier war ja wohl eine Hausnummer. Also zwei Bosskämpfe, zweimal Wildschweinrennen und noch so ein Kletterwald-Ding, Hausnummer. Gut, ja, wie gesagt, ich habe... wie ich es euch gesagt habe, nicht, also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich werde die Serie jetzt erstmal absetzen, weil einfach das Interesse nicht so groß ist. Aber das kann sich ja auch noch ändern. Also wenn ihr irgendwann sagt, boah, das war ist so eine coole Nummer, davon würden wir gerne Folge 5, 6 und so weiter sehen. Ich habe ja die Speicherstände. Und zur Not spiele ich nochmal bis hierhin und fange dann wieder an zu drehen. Alles gar kein Problem. Von daher, ja, ich hoffe, dass euch diese letzte Folge hiervon gefallen hat. Und ja, wünsche euch, je nachdem, wann ihr das seht, noch weiterhin einen schönen Morgen, Tag, Abend. Wenn ihr Lust habt, dann lasst mir gerne ein Abo da
Und wenn ihr gerne hier drüber diskutieren wollt, jederzeit, entweder in den Kommentaren oder auf Discord. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Danke. Wir sind fertig. Ja. Wieso lässt du mich dann hier eine Viertelstunde Geschichte erzählen von einer scheiß Bäckerei? Was wolltest du?